Ihr habt euch euren Traumwohnwagen von Hobby oder Fan gekauft? Dann passt auf, Langfinger machen sich gerne mal an euren Wohnwagen zu schaffen. Und damit euer Eigentum auch in eurem Besitz bleibt, gibt es viele kleine Gadgets. Eins davon habe ich heute mal mitgebracht und das wollen wir uns einmal gemeinsam anschauen. Um euren geliebten Wohnwagen zu sichern, gibt es natürlich einige Mittel, da gibt es Radkrallen, Wegversperren, es gibt Alarmanlagen, aber es gibt natürlich auch die Zugkopfdiebstahlsicherung und darum soll es heute gehen. Das ist ein ganz einfaches, probates und relativ günstiges Mittel, damit euer Wohnwagen nicht einfach so angehangen werden kann. Da habe ich euch heute mitgebracht einmal das System von Alco. Das hier ist die Alco Safety Compact. Die sichert dann hier bei eurem Fendt beispielsweise das ganze Zugmaul ab. Und dann haben wir hier auch noch, das zeige ich euch dann später, von Knott, die Zugkopfdiebstahlsicherung, die zeige ich euch gleich mal bei einem Hobby. Und was ihr dazu machen müsst, beziehungsweise woraus es besteht, besteht einmal immer aus einem Ball, bei Alco heißt das Ganze Safety Ball, und von, aus diesem kleinen Metalldingchen hier. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch, das ist eigentlich total einfach. Ihr achtet darauf, dass der Griff hier an eurer Alco-Kupplung nach oben gezogen wird und dann nehmen wir hier den Safety Ball und dann hauen wir den unten rein. Das Ganze simuliert jetzt eine Anhängerkupplung und dadurch haben wir jetzt hier unten einmal die Sicherheit, dass niemand das Fahrzeug anhängen kann. Und jetzt habe ich hier oben die Sicherung an sich, die ist abschließbar und die stülpe ich jetzt einmal hier fest drüber. Dann ziehe ich den Schlüssel ab und dann habt ihr hier auf der von mir aus gesehen rechten Seite so ein kleines Knöpfchen, das ist nämlich der hier, da habe ich jetzt gerade den Schlüssel rausgezogen, den drücke ich jetzt gleich rein und dann packen wir das hier drüber, damit das Schloss gesichert ist und auch schön sauber bleibt. Und jetzt kann keiner mehr diesen Wohnwagen anhängen. Das Schöne daran, stellt euch vor, anstatt dieses Safety Balls habt ihr jetzt euren PKW, euer Zugfahrzeug hier dran, also angehangen. Dann könnt ihr das ganze System hier auch draufpacken, abschließen und losfahren. Das heißt, wenn ihr mal eine kleine Pipi-Pause an einem Rastplatz macht, dann braucht ihr euch keine Sorgen darum machen, dass, wenn ihr wiederkommt, der Wohnwagen weg ist. Was ihr auch machen könnt, ist natürlich dann auch das Ganze zumachen. Das heißt, die Anti-Schlinger-Wirkung von der Anti-Schlinger-Kupplung, die ist natürlich auch gegeben. Da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Und genauso einfach, wie die Sicherung angebracht wurde, lässt sich natürlich auch wieder entfernen. Dazu schließen wir einfach auf, nehmen die Sicherung ab und dann ziehen wir oben den Hebel hoch und dann fällt automatisch der Safety Ball wieder runter. Selbes Prinzip, sieht ein bisschen anders aus. Wir sind jetzt bei einem Hobby-Caravan, der hat eine Knott-Achse und eine Knott-Kupplung und hier haben wir dann auch von Knott einen Ball, den wir unten reinhauen und das hier, das ist der Sicherungsstift und hier verweise ich mal auf unsere Test- und Kaufberatungsvideos. Wenn ihr die nämlich verfolgt, dann hört ihr meinen lieben, geschätzten Kollegen Max nämlich öfters von einem ominösen Stift reden und genau das ist er. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wir nehmen jetzt den Ball und dann stecken wir den von unten in die Kupplung rein, sodass die Kupplung hier oben verschließt. Das sieht so aus. Und dann nehmen wir unseren Sicherungsstift. Und wenn ihr hier einmal drauf achtet, dann habt ihr hier so ein kleines Loch und daneben ist so ein kleines Schlosssymbol. Dann nehme ich hier den Stift und dann stecke ich den einmal durch. Und jetzt kommt er auf der anderen Seite raus. Dann nehmen wir das passende Gegenstück, stecken es hier auf den Stift drauf, schließen das Ganze ab. Und jetzt kann keiner mehr euren Wohnwagen anhängen. Und genauso wie bei dem System von Alco können wir auch hier unser Zugfahrzeug anhängen. Wir können auch die Anti-Schlinger-Kupplung schließen und können damit durch die Weltgeschichte fahren. Cleveres System. So, jetzt wollen wir das Ganze wieder abnehmen. Dazu schließen wir einmal auf, ziehen den Stift von der anderen Seite raus und dann öffnen wir die Kupplung, sodass unten der Ball rausfällt. Das sind noch zwei witzige und pfiffige Ideen, wie ihr euren Wohnwagen schnell und günstig sicherer macht. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns natürlich über Likes. Wenn ihr keins von unseren Videos verpassen wollt, dann denkt daran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Wenn ihr Fragen rund um das Thema Wohnwagen oder Wohnmobile habt, dann schreibt die unten in die Kommentare. Denkt natürlich auch dran, wir sind jederzeit für euch erreichbar. Uns gibt es dreimal im Rheinland. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Christian von Camperland Bonn.